Kommen wir zum Finale. Wir machen uns ein Buchsbaumstämmchen aus einer Pflanze. Hallo und herzlich willkommen. Gestern habe ich euch gezeigt, wie wir Buchsbaumstämmchen als Kugeln schneiden. Und da kam die Frage auf, wie kann ich mir solch ein Stämmchen dann selber heranziehen? Ja, und das Thema gehen wir heute an und es gibt dort einige Möglichkeiten, die ich euch jetzt zeige. Tja, fangen wir ganz klein an. Wir machen uns einen Steckling und diesen Steckling stecken wir in die Erde und lassen das Ganze dann 2 bis 3 Jahre wachsen. Dann sieht die Geschichte so aus und dann suchen wir uns einen Haupttrieb heraus und schneiden den zurecht. Aber das zeige ich euch jetzt mal in Nahaufnahme. Ihr könnt euch so eine Pflanze natürlich auch kaufen, eine Jungpflanze. Achtet bitte darauf, dass in der Mitte dann ein Haupttrieb ist, der kräftig nach oben gewachsen ist. Und wir schneiden jetzt einfach die ganzen seitlichen Triebe alle weg. So dass am Ende dann nur noch der Haupttrieb dann erhalten bleibt. Im unteren Bereich können wir die Äste jetzt komplett entfernen. Ich will eben gucken, welcher der Haupttrieb hier ist, nicht dass ich den verkehrten abschneide. So, und den Rest, den kürzen wir jetzt erstmal nur ein, damit wir ausreichend Saftzug nach oben bekommen. Diese Triebe, die können wir dann im Laufe der nächsten Jahre immer wieder mal einkürzen. Aber dazu erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr. Ja, das war der erste Schritt zu einem Stämmchen. Natürlich wird die Pflanze, so wie wir sie jetzt vorbereitet haben, dann in einen neuen Topf gesetzt oder in den Garten gepflanzt, geht natürlich auch. Und es kommt ein Stab dabei, ein Bambusstab in dem Fall, und zwar aus dem Grund, wir können jetzt diesen Stab noch sehr nah an der Pflanze positionieren. Und wenn wir die Pflanze jetzt ohne Stab wachsen lassen würden und dann möchte man sie irgendwann stäben, weil das Ding schief wächst, dann wird es schwierig, direkt am Stamm so einen Stab hereinzubekommen. Von daher machen wir das von Anfang an, weil den können wir jederzeit auch auswechseln, wenn er länger wird, der Baum, und haben dann immer wieder dieses Loch, wo wir den Stab wieder, den längeren, dann reinstecken können. So, und in 10 Jahren sieht die Geschichte etwa so aus. Wir haben eine schlanke Säule. Immer wieder die Seiten reduzieren, nicht ganz abschneiden, immer nur reduzieren und den Trieb, Haupttrieb nach oben lenken, und so bekommen wir eine Säule, die wir dann jetzt nach 10 Jahren zurechtschneiden können. Mittlerweile ist das so stark gewachsen, der Stamm, dass er also dick genug ist, und jetzt können wir die ganzen Seitentriebe entfernen. Natürlich ist so eine Geschichte sehr langwierig, bis wir ein endgültiges Produkt haben. Aber es lohnt sich. Und wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir also die Seitentriebe immer wieder reduzieren, nicht abschneiden, denn dadurch geht wirklich Kraft in den ganzen Stamm und er wird dann auch dementsprechend dick. La, 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 la. Natürlich benötigt die eine scharfe Schere, denn Buchsbaumholz ist sehr, sehr hart. Also da muss man schon eine vernünftige Schere haben. Und auch ganz wichtig, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, wenn ihr euch dieses junge Pflänzchen, was wir vorhin zurechtgeschnitten haben, einpflanzt,
pflanzt das bitte etwas höher, damit die Triebe unten nicht in die Erde mit einwurzeln. Denn Buchsbaum ist bekannt dafür, dass er gerne Wurzeln macht. Und dann würden die Pflanzen unten, bzw. die Äste unten würden dann einwurzeln. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. So, Finale, kommen wir nach oben. Jetzt müssen wir gucken, wie weit wir den noch freischneiden können. Ich denke mal, bis auf die Höhe ist das noch durchaus möglich bei dem hier. Umso höher der Stamm, umso schöner, denn da können wir später auch eine Unterpflanzung machen, wenn er im Topf oder im Beet steht. Oder er steht halt im Beet empor. Ja, nun brauchen wir nur noch die Spitze zurechtschneiden. Die kriegt jetzt eine Grundform. Und auch hier möglichst stark zurückschneiden, damit wir eine stabile Kugel bekommen. Oder auch Kegel. Man kann den also auch als Kegel oben zurechtschneiden. Das ist auch möglich. Man muss nicht immer eine Kugel machen. Ich habe auch einige als Kegel. Das ist auch sehr interessant. Und gibt ein bisschen Abwechslung im Garten, als wenn man nur Kugeln hat. Ja, wer möchte, der kann sich jetzt den Haupttrieb auch noch weiter nach oben ziehen. Also wir können ihn jetzt noch weiter nach oben wachsen lassen, den sieht man jetzt nicht mehr, lol. Also der ist noch ein bisschen länger und bastelt sich später hier oben noch eine Krone drauf, aber das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte eine fertige Kugel haben, von daher kommt das Ding jetzt ab. Jo, nun steht er nackig da, ne? Und es gibt noch eine Möglichkeit und die zeige ich euch jetzt auch noch. Und dafür gehen wir mal nach draußen. Der einfachste Weg, um an einen Buchsbaum heranzukommen als Stämmchen, ist natürlich, sich eine Pflanze auszusuchen, die schon viele, viele Jahre gewachsen ist und dort etwas draus zu machen. Am einfachsten ist, man fährt in eine Baumschule, sucht sich die passende Pflanze und schneidet sie zurecht. Meine Baumschule wird man wahrscheinlich doof gucken, wenn ihr das ganze Ding kahl schneidet, aber das könnt ihr auch zu Hause machen. Ich zeige euch mal eben, wie das geht. Wir haben hier sehr viele dicke Äste und die müssen wir jetzt natürlich komplett entfernen, wenn wir ein Stämmchen haben wollen. Und dazu müssen wir uns natürlich eine Pflanze aussuchen, die einen geraden, möglichst geraden Stamm hat. Man kann den später auch noch ein bisschen festbinden, dass er dann gerade wächst, aber insgesamt sollte die Pflanze natürlich schon einen geraden Stamm haben. Also schneiden wir hier erstmal alles weg, was wir nicht brauchen. Wie gesagt, sieht jetzt ein bisschen radikal aus, aber das geht anders nun mal nicht. Und so kommen wir ganz schnell an ein Stämmchen, ohne viele, viele Jahre warten zu müssen. Bei der Dicke können wir natürlich sämtliche Äste entfernen, also hier braucht kein Zuwachs mehr in den Seiten herrschen, hier kommt alles ab. Ja, jetzt brauchen wir nur noch den oberen Teil reduzieren, damit wir dann später daraus eine Kugel oder einen Kegel entwickeln können, je nachdem, wie es euch beliebt natürlich. Auch hier wird radikal geschnitten, damit wir eine stabile, kräftige Struktur entwickeln können. Seid da bitte nicht zu zimperlich. Auch wenn der Gute jetzt nicht ganz so toll aussieht, er wird sich auf jeden Fall entwickeln. Und so kommt man ganz schnell an ein dickes Stämmchen. Das Ganze geht natürlich auch in klein. Dafür benötigt ihr allerdings eine andere Sorte, und zwar ist das in dem Fall jetzt Blauer Heinz. Ihr könnt aber auch so Frutikosa nehmen und euch daraus kleine Stämmchen heranziehen. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie bei den großen. Und ja, man muss sich halt die passende Pflanze suchen, die kleine Stämmchen hat, und das Ganze dann zurechtschneiden. Und auch hier kann man das Stämmchen radikal zurückschneiden von oben nach unten. Das ist also kein Problem, sich dabei eine Krone zu entwickeln. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar Eindrücke vermitteln, wie wir aus einem Steckling
zu einer Jungpflanze bis zu einem Stämmchen kommen. Natürlich eine langwierige Sache, aber ich habe euch ja gerade gezeigt, wie das auch ganz, ganz einfach geht. Und sicherlich ist so eine Pflanze etwas teurer, aber man hat schnell ein Stämmchen, also durchaus möglich. Und auch so kleine Dinger, total niedlich und gerade wer Bonsai mag, ja, das geht also auch. Ja, also ich denke mal, ich habe zu diesem Thema jetzt alles beigetragen, was mir eingefallen ist. Ja, also viel Spaß bei euren Stämmchen. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ciao! Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, ach, cut, bla bla.